sind hier in Siebenlinden, in einem Ökodorf, das wir mal werden wollen oder vielleicht auch schon sind. Und hier sind Menschen aus ganz Deutschland, die uns hier zusammengefunden haben, so seit 30 Jahren schon. Gucken wir, wie wir irgendwie dörflicher und sozialer, ökologischer leben wollen und probieren das hier halt aus dem Gelände, das wir seit 16 Jahren im Besitz haben. Und also sozialer, ökologischer wollen wir leben und auch eher selbstversorgerisch. Also das Besondere hier ist, dass wir erstmal durch soziales Verhalten weniger Energie verbrauchen wollen, auch weniger Maschinen, also möglichst viel Autos uns teilen, möglichst die Waschmaschinen teilen, um die besser auszunutzen als in so einem Einzelhaushalt. Heizungsanlagen teilen oder in Häusern wohnen, wo wir mit mehreren Menschen quasi dann eine Heizung haben, dass wir uns generell unseren Konsum hinterfragen und dadurch unseren Verbrauch reduzieren und gut, in das, was wir denn wirklich meinen, verbrauchen zu müssen, dass wir das dann mit erneuerbaren Energien, die hier vor Ort auch zur Verfügung sind, so Sonne, Wind und Holz, uns hier auch bereitstellen, die Energien, die wir hier verbrauchen halt. Aber dieses gemeinschaftliche Leben und gemeinschaftlich irgendwie Energieverbrauch reduzieren, Fahrtwege vor allen Dingen reduzieren, indem wir alle, die wir hier auf dem Gelände sind, auch möglichst hier arbeiten und gar nicht die Autofahrten mehr zu den Fabriken oder so machen müssen. Oder auch unsere Kultur hier selber schaffen, dass wir gar nicht mehr in die Stadt fahren müssen. Also das ist so unsere Ziel, wobei praktisch es ist so, dass viel Bequemlichkeit ist dann doch da oder die Paketdienste werden dann doch immer mehr wie überall oder halt doch die Leute immer wieder mal in die Stadt müssen, weil sie doch irgendwie nur von dem Landleben hier nicht so zufrieden sind. Aber so generell denke ich schon, dass wir hier mit sozial, mit weniger auskommen und uns dabei auch zufriedener fühlen. Wir bauen hier unsere Häuser selbst und auch beim Bauen ist ja schon in den Baustoffen Energien verbraucht worden, in den Fabrikationsstätten, wo dann die Steine und Baumaterialien produziert werden. Und wir versuchen hier halt mit Holz, Lehm und Stroh, das sind unsere Hauptbaumaterialien, in denen relativ wenig Energie steckt, weil das direkt von der Landwirtschaft, fast direkt von der Forstwirtschaft kommt und die dann gleich hier zu verbauen und ja, dadurch auch eine andere ressourcenschonende Bauweise auch hier mal auszuprobieren halt. Hier in dem Ort sind relativ viele Strohballenhäuser konzentriert, ich glaube wie nirgendwo sonst in Deutschland halt. Und man auch anderswo in Deutschland gibt es schon Strohballenhäuser inzwischen. Aber so konzentriert wie bei uns und wo wir so konzentriert auch versuchen, da was zu verändern oder zu verbessern, das gibt es nur hier bei uns in Siebenlinden.